Ja, es ist kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Und am Anfang wurde dem Fairmarkt kein langes Dasein prophezeit. Doch in diesem Jahr findet bereits der 10. Fairmarkt statt. Und auch die Gemeindepartnerschaft im Zeichen der Schwebeferien jährt sich zum 10. Mal. Wir haben dieses kleine Jubiläum zum Anlass genommen, eine Dokumentation aus den vergangenen Fairmärkten zusammenzustellen und bedanken uns für die Bereitstellung von Videomaterial des ersten Fairmarktes bei Jens Tedrian und Peter Offermann. Nach mehr als 30 Jahren sind sie wieder live und on stage. Sie präsentieren die unvergessenen Hits aus der Beatclub-Zeit. Bitte benutzen Sie die Kultband der N60er aus Greifswald. Electric Orbit. Jahren mit dem Gedanken befasst haben, hier in Osten wieder einen Markt zu etablieren, um auch der Geschäftswelt die Möglichkeit zu geben, an einem Sonntag mal ihre Pforten zu öffnen und ihre Waren dem Publikum hier vor Ort feilbieten zu können, haben wir gar nicht lange gezögert und haben im Rat gesagt, jawohl, wir wollen die alte Tradition hier in Osten wieder aufleben lassen und einen Markt feiern. Dann haben wir gesagt, ein Markt ist uns zu wenig, wir beantragen mal gleich drei, aber wir haben dann doch wiederum gesagt, wir fangen mal klein an mit einem Markt. Und so sind wir hier heute Morgen alle zusammengekommen, um den ersten Ostener Fairmarkt bei schönem Wetter gemeinsam zu feiern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass meine Kollegin Bärbel Sander jetzt gleich auch kommt, denn wir beide müssen ganz einfach, weil wir hier oben stehen heute Morgen mit dem Bürgermeister, Danke sagen. Danke an die vielen Menschen, die uns unterstützt haben, die uns geholfen haben, diesen Markt, so wie wir ihn heute hier sehen können, auf die Beine zu stellen. Ich möchte aber aus dieser Menge, die uns geholfen hat, einige herausheben. Das muss man ganz einfach, weil sie mit besonderem Engagement, mit ganz vielen Stunden mit dabei waren. Ich fange der Höflichkeit wegen natürlich mit den Damen an. Zum engen Team gehört Silke Mahler aus die von Anfang an bis heute, sie ist noch im Einsatz, mit dabei war. Silke, vielen Dank. Dazu gehört aber auch unsere Künstlerin, die noch am Aufbau ist, Sigrid Bayer, die uns den ganzen Bereich der Kunsthandwerke abgenommen hat, die heute in der Festhalle sind und dass wir uns damit gar nicht belasten mussten. Sigrid, herzlichen Dank. Hier vorne steht noch einer, der war auch unermüdlich, immer mit dabei, manchmal mussten wir sogar ein bisschen bremsen. Peter, danke von der ersten bis zur letzten Minute. Peter, herzlichen Dank. Und dann haben wir einen, den sehen die meisten gar nicht, aber ihr hört ihn, nämlich dadurch, dass ich spreche. Wir haben hier oben einen sitzen, der hat heute Nacht um 3 oder so abgebaut und sitzt jetzt da hinten schon wieder an der Technik. Jens Tedrian macht unsere Technik immer. Jens, herzlichen Dank. Und dann kam uns eine Idee und ein Glücksfall. Wir sind auf die Idee gekommen, wir brauchen einen, der uns nach außen ein bisschen vermarktet. Und so einen haben wir im Ort. Und dann haben wir Karl-Heinz Brinkmann dazu genommen. Karl-Heinz hat das ganze Layout, die ganze Werbung nach Karl-Heinz. Herzlichen Dank. Aber auch unseren Verwaltungsangestellten Thorsten Jutz sollten wir nicht vergessen. Ich glaube, diese Woche hat er uns das eine oder andere Mal auch so ein bisschen verwünscht, weil wir die 5 Minuten vor Feierabend noch gegriffen haben und gesagt haben, das und das muss aber noch sein. Das und das ist unbedingt erforderlich. Thorsten ist im Moment nicht hier, ist glaube ich im Heimatmuseum, macht da seinen Dienst, aber auch an Thorsten recht herzlichen Dank. Angefangen hat eigentlich alles beim König in Spanien. Wir waren mit dem Bürgermeister aus Rendsburg, wir beiden und der Bürgermeister aus Rendsburg, wir waren in Spanien vor 3 Jahren beim König zur ersten Tagung des Weltverbandes der Schwebefähren und dort haben wir uns kennengelernt. Auf dem Flug dorthin, im Flugzeug, hatten wir uns noch nicht, man vermutete vielleicht,
Na, sind das welche, die mit zu einer Delegation gehören, die zum König fliegen? Ja, und dann waren wir dort beim König und es hat sich was entwickelt, was wir vor 3 Jahren noch gar nicht voraussehen konnten. Eine rasante Entwicklung. Es wurde eine Fährstraße hier vor 2 Jahren, nämlich die deutsche Fährstraße in Osten, offiziell, ja, wie sagt man, den Verkehr übergeben, zumindest die Fahrradroute. Dem vorangegangen ist hier in Osten die Gründung der AG Osteland. Und was die AG Osteland für uns hier alle bedeutet, das wissen wir alle hier, die hier heute Morgen stehen. Auch an dieser Stelle der AG Osteland, herzlichen Dank für alles das, was ihr bisher hier für die Region an der Ostel und auch für die Region am Nord-Ostsee-Kanal geleistet habt. Dankeschön der AG Osteland. Aber nun zum Eigentlichen, zur Gemeindepartnerschaft. Die Gemeinde Osten hatte vor, wieder eine Partnerschaft mit einer Kommune, mit einer Institution einzugehen. Und da kamen wir auf die Idee, mit dem Flottendienstboot Oste eine Partnerschaft einzugehen. Aus dieser Idee ist leider nichts geworden. Und dann, wie gesagt, wir lernten uns kennen und schätzen, Jörg. Ist, ich denke, vor 2 Jahren, im September, beim Tag des Denkmals für euch an der Fähre in Osterrönfeld, die Idee gewachsen, man könnte doch eine gemeindliche Partnerschaft zusammen begehen. Und aus dieser Idee ist dann die Wirklichkeit geworden. Euer Rat hat im vergangenen Jahr dieser Partnerschaft zugestimmt. Unser Rat hat der Partnerschaft zugestimmt. Nachdem wir uns dann gegenseitig besucht haben, haben wir wirklich gemerkt, dass diese beiden Gemeinden, Osterrönfeld und Osten, wirklich zusammenpassen. Uns verbindet nicht nur die Schwebefähre, die hier in Osten steht und eine noch in Osterrönfeld, sondern uns verbindet auch viel, viel mehr. Das Zwischenmenschliche, das passt einfach. Und deshalb freue ich mich wirklich, dass wir hier heute Morgen mit euch nun offiziell durch unsere Unterschriften diese Gemeindepartnerschaft besiegeln können. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt hier noch mal kurz das Mikrofon geben, Jörg. Ja, vielen Dank, lieber Bürgermeister Carsten Hubert, verehrte Gäste, liebe Mitglieder des Gemeinderates Osten, liebe Ostener. Ich darf mich zunächst einmal auch im Namen unseres Bürgervorstehers und der Gemeindevertretung ganz herzlich für die Einladung bedanken zum ersten Ostener Fährmarkt seit einigen Jahrzehnten, wie wir heute gehört haben. Wir sind natürlich sehr gerne hier nach Osten, wieder mal nach Osten gekommen, nicht nur wegen des ersten Ostener Fährmarktes, sondern weil wir die Gemeindepartnerschaft heute offiziell besiegeln möchten. Und ich denke, das ist im Leben eines Gemeindevertreters, aber auch eines Bürgermeisters schon etwas Besonderes. So etwas kommt nicht so häufig vor. Aber es ist natürlich auch eine besondere Herausforderung, die wir damit annehmen, die wir mit viel Zuversicht annehmen. Ich denke, wir haben die Partnerschaft auf der gemeindlichen, auf der offiziellen Ebene in einer gewissen Bescheidenheit, würde ich mal sagen, in einer positiven Bescheidenheit begonnen. Wir haben die Beschlüsse gefasst bereits im März und im Mai des vergangenen Jahres. Dann haben wir uns beschnuppert, haben festgestellt, wie du es ja auch schon gesagt hast, die Chemie stimmt einfach. Und ich denke, wir haben jetzt seit der offiziellen Beschlussfassung 1 Jahr Erfahrung sammeln können. Wir haben ein gutes Fundament bauen können. Und auf diesem Fundament soll jetzt auch die Gemeindepartnerschaft zwischen der Gemeinde Ost und der Gemeinde Osterrönfeld dann auch mit viel Leben erfüllt werden. Wir haben uns kennengelernt, schätzen gelernt und jetzt geht es darum, dass auch die Vereinungsverbände, dass die Bürgerinnen und Bürger dann auch sie besuchen, dass sie Kontakte zueinander aufnehmen. Und das ist, denke ich, unsere Verpflichtung und Herausforderung, die wir auch dann im Auge behalten müssen. Was zu einem guten Gast natürlich dazugehört, der Gast muss auch mal ein Gastgeschenk mitbringen. Wir haben heute noch einiges mitgebracht und ich möchte jetzt, bevor wir es offiziell die Partnerschaft besiegeln, die Urkunden unterzeichnen, dann hier ein Gastgeschenk oder 2 oder sogar 3 an der Zahl dann auch überreichen. Wir fangen an, wir haben zum ersten Ostener Fährmarkt einen Wegweiser mitgebracht. Osterrönfeld ist ungefähr... ist ungefähr 88 Kilometer vom Osten entfernt. Wir haben die Fahrt über die Elbe jetzt nicht mitgerechnet. Das macht der Routenplaner übrigens auch nicht. Wir haben hier dann unsere Schleswig-Holsteinfarben dabei. Dieses kleine Gastgeschenk überreichen wir euch zum ersten Ostener Fährmarkt. Ja, ich fahre fort, was natürlich zu einer Gemeindepartnerschaft dazugehört, dass ihr natürlich unsere Gemeindeflagge, unsere Fahne überreicht bekommt. Und wir werden dann auch immer genau gucken, wenn wir dann das nächste Mal in Osten sind, ob ihr sie auch gehisst habt. Insofern
dürfen wir dir, Klaus, das kannst du auch mal machen, die Gemeindefahne von Osterrönfeld anlässlich des heutigen Festtages überreichen. Wir können ja, bereiten sie mal auf und zeigen sie mal. Da liegt noch ein Geschenk, ja? Da liegt noch ein Geschenk. Der Bürger von Schleswig ist mit der Flagge beschäftigt. So, jetzt, das ist ein besonderes Geschenk aus unserer Sicht zumindest und auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem Ostland und auch in Würdigung des heutigen Tages möchten wir euch unsere Schwebepferde, unsere Schwebepferde mit der dazugehörigen Punktfolge überreichen. Ich denke, ihr werdet auch hierfür einen würdigen Platz finden. Selbstverständlich werden wir auch hierfür einen würdigen Platz finden. So, aber nun kommen wir zur offiziellen Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden. Jetzt müssen wir allerdings ein bisschen improvisieren. Wir haben hier oben keine Stühle. Wir werden es dann im Stehen unterschreiben müssen, Jörg. So sind die Urkunden gestaltet. Zum einen das Wappen der Gemeinde Osten und das Wappen der Gemeinde Osterrönfeld. Und der Text lautet wie folgt: Partnerschaftsurkunde. Die Gemeinden Osten und Osterrennfeld begründen eine kommunale Partnerschaft. Es ist erklärtes Ziel, eine auf Gegenseitigkeit angelegte Zusammenarbeit der beiden Schwebeferienorte im Rahmen kommunaler Zuständigkeiten zu fördern und die Einwohner beider Kommunen freundschaftlich einander näher zu bringen. In diesem Rahmen werden die beiden Kommunen Begegnungen der Einwohner und den Aufbau von Verbindungen entsprechend ihrer Möglichkeiten fördern. So, und jetzt kommen wir zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden. Und nach dem kleinen Video vom ersten Fährmarkt jetzt noch eine kleine Fotorückblende der vergangenen 9 Fährmärkte. Viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns beim Jubiläumsfährmarkt. Bis dann!